Okay. Vielen Dank, Barend, für die, ich sag mal, die fachliche Einführung in das Thema. Was ich jetzt gerne tun will, ist, das Ganze, auch die Technik vorzustellen. Ich werde versuchen, es jetzt nicht in einer Informatikvorlesung ausarten zu lassen. Werde ein paar technische Begriffe auch vorstellen müssen. Ich werde es aber auf einem gewissen hohen Niveau halten. Wir können gerne danach nochmal ins Detail gehen, aber ich versuche es erstmal ja, auf einem hohen Niveau zu halten. Als erstes möchte ich so ein bisschen in die Technik auch einführen. Wie so immer oder wie so oft ist es so, dass wenn was Neues entsteht, greift man auf bestehende Sachen zurück. Sowas wie Peer-to-Peer-Netzwerke, auch das Thema Kryptographie, Verschlüsselung, verteilte Datenbanken, das ist etwas, was es schon gibt. Und es wird mit der Blockchain-Technologie vor allem das Thema gemeinschaftliche Konsensbildung erweitert, um ein großes Thema im Internet zu adressieren, und das ist, wie kann ich Werte übertragen in eine Umgebung, der ich niemandem vertraue, und das Double Spending-Problem, wie soll ich sagen, zu umgehen. Double Spending-Problem ist relativ einfach. Wenn ich jetzt Ihnen eine MP3-Datei schicke, dann ist es gut, dann haben Sie eins und ich habe eins. Die Musikindustrie findet das im Allgemeinen nicht ganz so schön. Wenn ich das jetzt mit einer Währung mache, dann hätte ich ja da das Fall, dass ich da auf einmal doppelte Ausgaben habe. Also Sie können es ausgeben, ich kann es ausgeben. Und das ist etwas, was ich mit der Blockchain-Technologie, ich sage mal im Großen und Ganzen, wo ich das adressieren kann. Mal grob gesprochen, was sind so technische Eigenschaften der Blockchain-Technologie? Prinzipiell ist es dezentralisiert. Ich habe eben nicht einen Server, auf dem die Daten liegen, sondern ich habe es mir selber zu Hause auch installiert, dann habe ich halt den kompletten Datensatz bei mir. Das heißt, Ausfallsicherheit, auch einfach die Verteilung der Daten. Es ist sicher, über kryptografische Verfahren und vor allem auch diese dezentrale Verteilung kann ich sag mal, nahezu möglich machen, dass die Daten sich hier nachher nochmal ändern. Oder ich kann es stark vermeiden, dass sich Daten ändern. Nachprüfbar. Ich habe diesen Datensatz zu Hause. Ich kann nachprüfen, wie die Werte sich im Internet verteilen, wer welche Werte bekommen hat. Und das ist für jeden einsichtbar. Es ist effizient, abhängig vom Szenario, sage ich jetzt mal so. Jetzt, wenn ich jetzt den Klassiker, die Bitcoin mir anschaue, wenn wir von Ventum, wir haben da 2 Jahre ein Office in China, wenn wir Gelder dahin transferieren, ist es im Allgemeinen zeitaufwendig, ein bürokratischer Kraftakt und dauert halt irgendwie eine Woche. Mit der Bitcoin-Technologie können wir das schneller machen. Im Zweifelsfall in einer Stunde sind die Daten, ich sag mal, dann auch bestätigt, überwiesen. Dynamisch, Barend hat schon gesagt, über Smart Contracts kann ich da auch eine gewisse Dynamik in die Blockchain-Technologie hineinbekommen und dann auch automatisch auf Ereignisse reagieren. Und dann würde ich jetzt auch schon in die Technik einsteigen und zu versuchen zu erklären, wie Blockchain funktioniert. Vorher muss man noch einen zentralen Begriff erklären, das ist das sogenannte Hashing. Ich gehe da nicht ins Detail ein, was man merken muss, ist eigentlich relativ einfach. Ich habe einen Datensatz, eine Zeichenfolge, die ist beliebig lang. Die füttere ich in die Hash-Funktion. Am Ende kommt eine Zeichenkette raus, die hat eine bestimmte Länge. Mit der Eigenschaft, dass wenn ich auch nur ein kleines Element ändere, das sieht man jetzt hier mal links, ich mache aus einem Buchstaben einen großen Buchstaben und schon habe ich ein komplett anderes Ergebnis. Das ist sehr wichtig. Und ich kann von dem Eingang immer eindeutig auf den Ausgang, aufs Ergebnis sehen. Ich kann es aber nicht umgekehrt. Also ich kann von dem Hash-Wert nicht auf den Eingabewert schließen. Das ist eine relativ also stark vereinfacht, aber sozusagen die Grundlogik des Hashings sozusagen damit erklärt. Und bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag haben wir gesagt, wir machen jetzt ein einfaches Anwendungsfall und den Klassiker, wenn ich um Blockchain spreche, nämlich der Bitcoin. Das heißt, das Beispiel, um jetzt nicht irgendwelche großen Szenarien auch erklären zu müssen, machen wir das relativ einfach jetzt anhand Bitcoin. Da gibt es 3 Player. Es gibt die Sally. Die Sally ist in einer guten Situation, die hat Geld. Das freut den Bob.
Der Bob hat nämlich für die SID gearbeitet und möchte davon etwas haben. Und dann gibt es noch den Mike. Der Mike ist der Miner oder einer der Miner in dem Netzwerk. Und das ist derjenige, der Rechenleistung zur Verfügung hat, um dann Transaktionen auch zu bestätigen. Um jetzt auch zu verstehen, wie Daten und Werte verteilt werden, ist halt wichtig, wo liegen die Daten denn überhaupt? Prinzipiell muss man verstehen, dass das Blockchain ist im Endeffekt ein Stück weit wie eine Baumstruktur. Es gab eine initiale Transaktion, da wurden Werte geschaffen und mit jedem Mining-Vorgang werden auch wieder neue Werte geschaffen. Da komme ich dann gleich noch dazu. Prinzipiell ist es wie so eine Baumstruktur, in der die Werte liegen und auch liegen bleiben. Also die gehen da sozusagen nicht raus. Die werden nur einfach immer unterschiedlich verteilt über Transaktionen. Und was wichtig ist jetzt für die Sally, weil sie will ja mit ihren Werten, mit ihrem Geld etwas tun, ist, sie muss beweisen können, dass ihr ein Wert gehört. Und das macht man über sogenannte Private und öffentliche Schlüssel. Das heißt, die Sally hat einen Private Key. Daraus generiert sie einen öffentlichen Schlüssel. Das ist dann etwas, was sie auch verteilen kann. Und mit diesem öffentlichen Schlüssel referenziert sie auf einen Wert. Ich sage mal, das ist vergleichbar in der Realität. Wenn ich jetzt zum Beispiel Ihnen Gelder schicken will, dann brauche ich Ihre Kontonummer. Dann wissen Sie auch meine Kontonummer. Sie können aber auf mein Konto nicht zugreifen, weil Sie meine TAN nicht wissen. Und im Endeffekt ist es so ein bisschen vergleichbar. Ich habe die Kontonummer, die kann ich nach draußen geben. Die TAN, die behalte ich mir selber. Und wichtig ist, dass nur mit diesem Private Key kann ich auf diesen Wert zugreifen und ich kann zum Beispiel diese Werte dann einfach weitergeben. Wie auch in der Realität, ich habe jetzt nicht nur ein Konto, ich habe irgendwie noch zwei Konten, irgendwie, als ich mal jung war, habe ich nicht gekündigt, ich habe noch zwei Konten bei den Aktien, ich habe also mehrere Konten und im Endeffekt ist es so vergleichbar auch in Blockchain oder in Bitcoin. Ich habe einen sogenannten Wallet, ich habe eine Geldbörse und da liegen praktisch diese Schlüssel, mit denen ich dann auf meine Werte in der Blockchain referenzieren kann. Sally will ja den Bob etwas übertragen. Wie macht sie das mit einer Transaktion? Wie gesagt, sie nimmt ihren Private Key, geht auf einen sozusagen dieser Werte zu, öffnet, schließt es auf, packt es als Input in eine Transaktion, um dann diese Werte neu zu verteilen. In dem Fall ist es so, dass sie A, dem Miner etwas geben sollte, damit der für seine Arbeit entlohnt ist. Ich habe das jetzt mal mit einem Bitcoin gemacht, das wäre in der Realität ein bisschen viel, aber wir vereinfachen. Ein Bitcoin, der Bob bekommt 50 und was noch wichtig ist, dass das ist ein bisschen anders wie bei uns in der Realität. Wenn ich ein Konto habe, dann würde ich jetzt Ihnen nicht mein ganzes Geld überweisen, sondern nur einen Teil. Bei Blockchain ist es so, dass ich sozusagen da mein ganzes Geld auf dem Konto als Input hernehme. Das heißt, wenn ich nicht will, dass das der Rest an den Miner geht, dann überweise ich mir das sozusagen wieder zurück. Das heißt, aus meinem einen Input habe ich drei Outputs. Somit ist praktisch diese Transaktion. Was wichtig ist, diese Transaktion muss natürlich auch kommuniziert werden und dann kommt sozusagen das Netzwerk ins Spiel. Die Sally erstellt diese Transaktion und verschickt es in ihrem Netzwerk. Die Nachbarn, die sie hat, die validieren diese Transaktion, schauen, ob die valide ist, hat die Sally das Geld, darf sie das überhaupt verteilen und wenn sie valide ist, wird diese Transaktion weiterverteilt und so sehr schnell auch in dem Blockchain-Netzwerk verteilt. Was wichtig ist, damit kennen alle diese Transaktion, aber sie ist noch nicht valide, sie ist noch nicht bestätigt. Wenn diese Transaktion bei einem Miner ankommt, dann nimmt der Miner diese Transaktion und packt sie, diese Transaktion in seinen Speicher, Transaktionsspeicher. Um jetzt sozusagen die Transaktion zu bestätigen, muss die Transaktion einen Block, wir reden ja von einer Blockchain, das heißt, ich muss einen Block erstellen. Das ist ein bisschen in Richtung Informatik, aber ich habe es trotzdem vereinfacht. Prinzipiell ist es so, dass ein Miner, um einen Block zu erstellen, greift er in seinen Transaktionsspeicher, nimmt Transaktionen raus, füllt den Block auf. Die erste Transaktion ist immer die Transaktionsgebühr. Aktuell sind sie wie 12,5
Bitcoins. Das sind wirklich, das ist ein neuer Wert, der entsteht in dem Moment. Und den Rest füllt er mit Transaktionen auf. Er baut dann einen Hash-Baum auf, das heißt, er nimmt zwei Transaktionen, bildet daraus den Hash, nimmt wieder zwei Transaktionen, bildet wieder darauf den Hash, dann bildet er den Hash von dem Hash und kommt am Ende halt eine Baumstruktur. Und was wichtig ist, ganz oben kommt dann ein Hash-Wert raus und das ist der sogenannte Merkle-Root, weil es ein Merkle-Tree ist. Und dieser Merkle-Root, das ist jetzt auch relativ wichtig, wenn ich auch nur eine Kleinigkeit in der Transaktion ändere, habe ich damit auch einen neuen Hash-Wert von diesen ganzen Transaktionen. Das heißt, dadurch sichere ich über diese Hash-Funktionen und klammere ich praktisch diese ganzen Transaktionen. Diese Hash-Funktion kommt dann in den Header des Blockes. In diesen Header kommt auch der Hash-Wert des vorherigen Blockes. Das ist auch sehr wichtig. Und damit habe ich sozusagen eine Basis, dass ich über die Verlinkung habe von den Transaktionen und den vorherigen Blöcken und habe dann Nonce und Time, lasse ich noch mal kurz auf beiseite. Damit habe ich mir jetzt einen Block erstellt. Und jetzt wird es langsam in Anführungszeichen spannend, weil damit ist eine Transaktion oder die Transaktion in den Blöcken immer noch nicht bestätigt, sondern sie ist erst dann bestätigt, wenn der Hashwert des Headers wiederum kleiner ist wie ein von dem Blockchain-Netzwerk vorgegebener Zielwert. Das klingt einfach, ist es von der Berechnung her eigentlich auch, nur ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit, ob ich diesen Zielwert treffe, die ist nämlich sehr gering. Aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Hashwert finde, liegt bei 1 durch 10 hoch 66, grob. Nageln Sie mich da nicht fest, aber auch wenn es 1 durch 10 hoch 60 ist, ist es immer noch sehr unwahrscheinlich. Und dieser Zielwert, der wird vom Blockchain-Netzwerk vorgegeben mit der Zielsetzung, dass ich mit dieser Wahrscheinlichkeit einen Hash innerhalb von 10 Minuten finde. Das heißt, was der Miner jetzt macht, ist diese relativ einfache Berechnung, führt er durch, bekommt da jetzt als Beispiel diesen Hashwert, prüft, ob der kleiner ist wie dieser Ziel-Hashwert und es ist, glaube ich, relativ schnell erkennbar, er ist es nicht. In dem Fall geht er hin und ändert diese Nonce, das ist eine kleine Zeichenkette im Header plus die Zeit und diesen Merkle-Root, also die Transaktion, die bleiben gleich, auch die Verbindung zum vorherigen Hashwert bleiben gleich, aber wenn ich jetzt darüber wieder den Hashwert bilde, bekomme ich einen neuen Hashwert, der jetzt in dem Fall wieder größer ist wie mein Zielwert. Und das mache ich jetzt sehr, sehr oft und das ist also aktuell ist auch wieder eine Schätzung, schaffe ich im aktuellen Blockchain-Netzwerk ca. 2 Milliarden Giga-Hash-Operationen pro Sekunde. Das ist sehr, sehr viel und das ist ungefähr das Zehnfache der Rechenleistung von Google. Auch wieder da bitte nicht festlegen, ob es das Zehnfache ist oder das Achtfache, da schwanken die Aussagen. Es ist einfach sehr, sehr viel Rechenleistung, die da steckt. Und das ist im Endeffekt genau der Knackpunkt auch an der Technologie und warum das auch funktioniert, weil dieses Proof of Work, also genau dieses Verfahren, sozusagen funktioniert, weil ich zur Lösung des Problems eine sehr, sehr hohe Rechenleistung investieren muss. Wenn ich aber eine Lösung habe, also wenn jemand sagt, ich habe einen Block mit einem Zugang Hashwert gefunden, kann ich sehr, sehr, sehr schnell nachvollziehen, ob das auch stimmt. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt das mache und ich bin in der guten Situation, dass ich einen Header finde, einen Hashwert, der kleiner ist, dann habe ich einen neuen Block gefunden. Derjenige freut sich und hängt sich diesen Block sozusagen an die Blockchain an. In dem Moment haben wir dann auch die Kette. Das heißt, ich habe meinen Block. Der Block ist verlinkt auf den vorherigen Block. Man sieht jetzt hier noch die Transaktion von der Sally und ist valide und der Miner verteilt es in seinem Netzwerk. Das Netzwerk überprüft auch sehr schnell, ist der Block valide
Wenn ja, nimmt er ihn in seine Chain auf und so verteilt sich dieser valide Block im Netzwerk. Das heißt, das Netzwerk, die Miner fangen an, weiter zu minen, den nächsten Block zu erstellen und an diesem Block, diese Blockchain wächst immer weiter. Was natürlich passieren kann, ist, dass parallel mal zwei Blöcke erstellt werden, die alle beide valide sind. Dann so ein bisschen noch in Richtung des Forkings. Ja. Das heißt, ich hätte da zwei valide Blöcke. In dem Moment teilt sich kurzzeitig auch das Blockchain-Netzwerk auch über die Miner auf. Es gibt die einen Miner, die gehen oben lang, es gibt die anderen Miner, die gehen unten lang. Aber dadurch, dass, ich sag mal, es immer wieder neue Blöcke reinkommen, irgendwann mal wird eine Blockchain länger werden. Und es ist sozusagen so implementiert, dass immer die längste Blockchain ist die valide. Und das heißt, in dem Moment, wenn ich die Länge N plus 3 habe, dann verwerfen die Miner, die kürzere Länge haben, ihre aktuellen Blöcke. Und dadurch kann sichergestellt werden, dass wenn man sozusagen nicht das Netzwerk sich trennt. Was jetzt noch wichtig ist, wenn man, sagen wir, verstanden, wie man eine Transaktion macht, sagen wir, verstanden, wie man einen Block macht, wie man eine Chain macht und dass es sehr, sehr rechenintensiv ist. Aber warum löst das genau die Problematik der, sagen wir, dieser Unveränderlichkeit? Und das ist in Anführungszeichen einfach ein relativ einfacher Gedankenschritt. Wenn ich jetzt mir jetzt mal diese Blockchain anschaue und mir überlege, ich möchte jetzt hier diese Transaktion ändern, was müsste ich tun? Ich müsste die Änderung durchführen. Da ich die Änderung durchführe, muss ich den Block neu berechnen. Dafür brauche ich das Zehnfache der Rechenleistung von Google für 10 Minuten. Wenn ich dann hier einen Block gefunden habe, muss ich die nachfolgenden Blöcke auch berechnen. Das heißt, ich brauche nochmal 10 Minuten, das Zehnfache der Rechenleistung von Google und das Ganze nochmal. Dann habe ich praktisch 30 mal 10 Minuten Rechenleistung von Google. Und in der Zeit ist natürlich die reale Blockchain auch länger geworden. Das heißt, ich brauche viel mehr Rechenleistung als das aktuelle Netzwerk, um, ich sag mal, die bestehende Chain zu überholen. Und im Endeffekt darüber schaffe ich es, dass man sagt, spätestens wenn ich sechs Blöcke nach mir habe, dann ist es eigentlich unmöglich, nahezu unmöglich, das nochmal aufzubrechen und neu zu berechnen. Und daher kommt sozusagen diese Unveränderlichkeit ins Spiel. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt die sechs Blöcke nach dem Block von Miner Mike, in dem Fall wäre dann sozusagen auch diese Transaktion bestätigt und der Miner Mike und die Sally und der Bob können sozusagen auf ihre neuen Werte, verteilten Werte zugreifen. Mal so grob, so ein bisschen so die Bewertung, wo steht die Blockchain heute? Ich glaube, man kann nach knapp 8 Jahren sagen, das funktioniert. Ja? Das Konzept der öffentlichen Blockchain funktioniert. Das ist ein technisch solides System und man erkennt auch sehr schnell die Potenziale für die Zukunft. Es gibt da auch noch Herausforderungen, deswegen sind wir auch heute, ich sage mal, ein Stück weit auch zusammen, ja, um auch darüber zu reden. Ich sage mal, ich habe vorhin schon angedeutet, wenn ich eine Überweisung mache, dann reichen mir die 10 Minuten bis in die Stunde. Wenn ich einen Aktientransfer mache, dann reicht mir das eben nicht mehr. Das heißt, da muss ich mir neue Konzepte für diese Konsensfindung überlegen. Die aktuellen Implementierungen, jetzt schaue ich natürlich vor allem auf Bitcoin, diese Referenzimplementierungen sind noch nicht vollends ausgereift, sie funktionieren, aber auch da muss noch einiges passieren. Auch wie verwende ich so eine Blockchain in privaten Bereichen, wenn ich jetzt, was ich bei von BMW Linde, wenn ich da eine Blockchain einrichte, will ich vielleicht auch nicht diese Rechenpower verwenden, die ich bei Bitcoin brauche. Das heißt, auch da brauche ich andere Konsensmechanismen, weil ich habe bei der Bitcoin einen großen Energieverbrauch geschätzt. Auch da, bitte nicht festnageln, 15 Megawatt, das ist so der Verbrauch dieser Blockchain. Das ist
Das ist ein Haufen Energie, der da verbraten wird. Und das wird im Zweifelsfall, oder wird mehr werden mit dem Wachstum der Blockchain. Was sind so Themen, die gerade passieren? Balin, du hast es gerade schon gesagt, diese Veränderlichkeit der Blockchain. Das ist so ein, für die Bitcoin ein sehr relevanter Aspekt. Aber auch durch regularische Vorgaben gibt es damit sehr Einsatzbereiche, wo man genau dieses Prinzip aufweichen muss. Standards, ja, es gibt eine Referenzimplementierung, aber eben keine Standards. Und auch daraus auch diese Suche nach unterschiedlichen Konsensverfahren in privaten Netzwerken ist sozusagen das, was jetzt gerade ansteht. Es gibt sowas wie Proof of Stake oder das Ripple-Protokoll, die gerade untersucht werden. Und das ist vor allem das Spannende jetzt, wenn man jetzt auch überlegt, wie kann ich eine Blockchain in einem Unternehmen einsetzen, ist das so auch einer der Knackpunkte, wie ich die Konsensfindung durchführe. Genau, ich hoffe, dass Sie heute Abend allen Ihren Partner und Ihre Partnerin Blockchain-Technologie erklären können. Wenn ja, dann habe ich sozusagen mein Ziel für heute erreicht und wünsche Ihnen einen schönen Abend und darf an den Kollegen Leimund. Thank you.